Letztes Hallo 2019 aus der Creation Manufactory. Heute zeigen wir euch, wie ihr einen Müllwagen bauen könnt. Wir starten mit der Fahrerkabine des Trucks, platzieren hierfür zwei schwarze Betonräder im Abstand von zwei Blöcken zueinander, dazwischen zwei Netherslabs nach oben zeigend, vorne und hinten dran auch nochmal Netherslabs und an die Ecken jeweils eine nach oben zeigende Eisenfalltür. Weiter geht's mit dem hinteren Grundgestell, platziert hierfür vier nach oben zeigende Netherslabs, einen schwarzen Betonblock, eine Netherslab, einen Betonblock und eine Netherslab und das gleiche nochmal für die andere Seite. Platziert nun auf beide Seiten an die Räder jeweils einen Steinknopf. Wir widmen uns nun wieder der Fahrerkabine des Trucks, platzieren dazu mittig vorne und hinten jeweils zwei Netherblöcke, platzieren links und rechts hinten zwei umgedrehte Steinziegeltreppen, vorne dran noch jeweils eine umgedrehte Netherziegeltreppe und vorne dran noch eine richtig rumsetzende Treppe von den Netherziegeln. Und in das entstandene Quadrat werden vier Wollblöcke platziert. Für die weitere Karosserie verwenden wir orangene Betonblöcke, platziert hierzu einfach ein Quadrat und noch eine Rückwand. Verwendet für das Innere der Kabine einen Hebel, ein Schwarzeichenholz-Soundtor und als Sitze rote Netherziegeltreppen. Umrandet die Fahrerkabine mit schwarzen Glasblöcken, außer vor der Rückwand, da setzt ihr eine Slab jeweils links und rechts, füllt die restliche Kabine mit Glasblöcken auf. Vorne an die Ecken kommen Glasscheiben, obendrauf doppelte Slabs, der Rest wird mit nach oben zeigenden Slabs aufgefüllt. Hinten ins Fenster der Rückwand platziert ihr noch zwei schwarze Glasblöcke und obendrauf setzt ihr dann nochmal mit Slabs ein Kreuz. Setzt nun noch links und rechts jeweils eine Mauer und schließt sie nach oben mit einer Eisenfalltür ab. Für den hinteren Teil des Trucks zieht ihr nun eine doppelte Reihe aus Netherblöcken. Platziert nun rund um den Truck Eisenfalltüren, lasst aber vorne nach der ersten Falltür links und rechts jeweils eine Lücke von zwei Blöcken. Baut nun an die Rückwand eine 4 Block hohe Doppelreihe aus Betonblöcken, links und rechts eine umgedrehte Netherziegeltreppe dran, obendrauf jeweils zwei Akazienzäune, die nach oben hin mit einer glatten Andesittreppe abgeschlossen werden. Um den Containerlook zu erhalten, nutzen wir ein Muster aus nach oben und unten zeigenden Andesit-Treppen, welches nach oben hin erweitert wird durch jeweils zwei Mauern und zwei solide Blöcke. Um nicht durch die Mauern durchgucken zu können, wird nach hinten das Ganze mit soliden Blöcken abgeschlossen und oben wieder das Muster von den Treppen draufgesetzt. Und für die andere Seite das gleiche nochmal. Füllt die Löcher oben mit Andesitblöcken aus. Für den hinteren Teil platzieren wir jeweils eine umgedrehte Steinziegeltreppe links und rechts. Darunter und davor zwei Eisenfalltüren für die Tritte der Müllarbeiter und zwischen die Tritte vier Steinziegeltreppen. Links und rechts stapeln wir auf die Steinziegeltreppen jeweils drei Betonblöcke, welche nach oben hin mit Andesittreppen abgeschlossen werden. Schlagt nun zwei Reihen vom Dach wieder weg, platziert hinten rein umgedrehte Netherziegeltreppen, vorne dran zwei Slabs und setzt obendrauf nochmal Slabs und dann zieht ihr bis nach vorne hin hellgraue Teppiche. Nun folgt noch etwas Deko, die Hebel als Haltestangen für die Arbeiter, darüber zwei Akazienknöpfe als Blinklichter. Dann folgen unten noch Itemframes, in die gedrehte rote Sandsteinstufen reinplatziert werden. Das sind die Rücklichter und dann noch als Stoßstange Fichtenholzschilder. An die Seite werden dann noch zwei Ambosse platziert.
Auch die Fahrerkabine wird mit Fichtenholzschildern verziert. Vorne kommen dann noch zwei Hebel, dazwischen ein Zaun als Rückspiegel. Vorne an den Wagen kommen dann noch die Frontlichter dran, einfach wieder Itemframes, Quarzstufen drin gedreht und noch mit Schildern abgeschlossen. Und auf der anderen Seite der Fahrerkabine gibt es das gleiche wie rechts, auch nochmal für links, ein Rückspiegel, Schilder dran und in die Lücke am Container kommt noch eine Doppelkiste. Hinten muss der Laderaum noch mit grauen Bannern abgeschlossen werden und links und rechts platziert hier noch jeweils eine Fichtenfalltür als Halterung für die Mülltonnen. Und auch hier, wenn ihr mögt, könnt ihr wieder mit Spielerköpfen dekorieren. Die Befehle in der Videobeschreibung. Das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Im Namen der Creation Manufactory wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.